Ja, und das ist doch noch mal gut gegangen. Zumindest den vierten Satz bei Sabine Schiller. Knappes 11:8. Es steht 2:2. Wieder alles offen hier. Günter Fuhrmann zusammen mit, ich hoffe mal, es ist die Silvia Messer. Das sind zwei Schwestern und ich werde es wohl in 100 Jahren nicht lernen, obwohl die eine eher blond ist und die andere etwas rötlicher. Und wenn es nicht die Silvia Messer ist, dann ist es eben die Claudia Picu. Und ich glaube fast, es ist die Claudia Picu. Beides Töchter von dem leider viel, viel, viel zu viel verstorbenen Harald Albert, dem geschäftlichen Kompagnon oder Ex-Kompagnon von Dr. Neubauer, Spezial-Tischtenniskollege. So, jetzt geht's hier. Ja, war eigentlich ein sehr guter Aufschlag, aber da sieht man, wie agil, wie schnell die Gegnerin ist. Dann hat sie sich erspottet und nicht nur notdürftig zurückgebracht, sondern gleich richtig voll geschossen. Da ist ein Stopp. Das mag der Sabine jetzt mal ganz gelegen kommen. Jetzt nur nicht wieder hektisch werden. Ja, ist immer ein Punkt, dieser Aufschlag. Ist immer ein Punkt. Seitschnitt auf die tiefe Rückhand. Den kann die Gegnerin nicht schupfen. Und sie kann ihn erst recht nicht anziehen. Aber sie macht nur einen. Sie braucht jetzt jeden Punkt. Und es ist Blödsinn, den sich für neun Beine aufzuheben, wenn man dann nicht zum neuen Beine kommt. Dann lieber mit diesen Aufschlägen 10-8 führen und dann einen anderen machen, wenn die Gegnerin sich mittlerweile darauf eingestellt hat. 4-4. So, komm. Genau. So, jetzt hat sie sich einmal darauf eingestellt. Das muss aber nicht heißen, dass der nächste auch wieder so kommt. Der war auch ein bisschen kurz vielleicht. Der muss schon schön lang kommen, aber da hat man wieder Angst, dass er ins Ausgeht. Aber probier nochmal, Sabine, probier nochmal diesen Seitschnittaufschlag etwas länger, ohne dass es gleich ein Fehlaufschlag wird. Nein, sie macht wieder die absolut sichere Variante. Rückhand Einwurf. Und mit einem schönen Unterschnittschub dann doch das 5:5. Ja, super. Das waren jetzt zwei richtig couragierte Bälle. Sehr schön gespielt. 7:5. Gar nicht günstig, dass jetzt eine Auszeit kommt, aber es ist klar, dass die Gegnerin diesen Schachzug machen muss. Zum einen, um selber noch einmal klar im Kopf zu werden und zum anderen, um die Sabine zum Nachdenken zu zwingen, denn die weiß jetzt, sie kann es eigentlich schaffen. Sie kann dieses sehr schwere Finale gewinnen. Sie liegt die wichtigen zwei Punkte vorne, die man eben am Schluss vorne sein muss.
schön lang. Ja, oh ja. Jetzt ist das eingetroffen, was man natürlich befürchten muss, dass irgendwann einmal am Ende des fünften Satzes die Gegnerin diese Aufschläge bringt. Aber sie macht es richtig. Sie macht es richtig. Sie macht es richtig. Sie kommt da auf jeden Fall ins Spiel. Ja, jetzt wird sie fast ein bisschen zu couragiert. Schön gekämpft, toll gekämpft. Nicht belohnt, aber gut gekämpft. So, jetzt kommt die Auszeit für Sabine. Naja, so richtig witzig war es nicht. Aber andere Leute, anderen Humor. Das ist das grundsätzliche Problem ja auch bei Schiedsrichtern. Wie wichtig sie sich nehmen. Oder auch nicht wichtig. So, und dann haben wir jetzt 3 Matchbälle für Sabine Schiller. Ja! Und wenn du mich fragst, das war der Tipp vom Coach, das hat ihr ihre Betreuerin gesagt, dass sie einfach ganz konsequent auf jeden Fall diesen einen Aufschlag machen muss, auch wenn es immer dasselbe ist, auch wenn sich die Gegnerin am Schluss darauf einstellen kann. Sie kommt dann mit einem Spin ins Spiel und liegt vorne.